ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map, und zwar 300 plus Level Default Deathrun. Es wird angegeben, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, ob sie es rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wir werden uns anschauen, ob es Bonus-XP gibt für Secrets oder für abgeschlossene Bereiche der Level, ob es Bonus-XP am Ende gibt. Da sieht man schon, bekam VIP, Bonus-Level 50 Stück und. Complete Quest to bekommen XP und. Sehr nice. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist, ob sich mehrere Sachen wiederholen oder nicht. Ansonsten, da ist der VIP-Room, in den werden wir noch nicht reinkommen. Map habe ich noch nicht gespielt. Und ich würde sagen, es gibt 4 Easter Eggs. Oha, okay. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Map-Code wie immer in der Videobeschreibung, wenn ihr die Map selber spielen wollt. Ihr könnt mir eure Maps und oder ihr könnt mir eure Map-Codes tatsächlich in die Videobeschreibung. Sorry für den Fastblar. Ihr könnt mir eure Map-Codes gerne in die Videokommentare schreiben. Dann spiele ich tatsächlich auch eure Maps. Und yo. Es gibt pro Checkpoint 3 EP. Es ist nicht viel. Aber bei 300 Leveln, ja gut, es gibt auch Bonus-XP für 20 Level gibt es jeweils XP. Ansonsten, ich denke mal, für die Secrets wird es auch XP geben. Dazu müssen wir aber erstmal eins finden. So, bis jetzt ist die Map auf jeden Fall sehr einfach gehalten. Das ist sehr entspannt. So, 4 Easter Eggs gibt's, also Secrets. Da müssen wir mal ganz genau hinschauen, wann und wo hier eins auftaucht. So, 20 Level, 250 EP ist nicht viel. Also, sorry, das muss ich aber ehrlich sagen, das ist nicht viel. Und ich glaube auch nicht, dass sich das bei 300 Leveln tatsächlich rendiert. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf die Secrets. Wenn die jetzt XP im vierstelligen Bereich geben, dann könnte ich meine Meinung ändern. Aber bis jetzt haben wir ja noch nicht ein einziges gefunden. Und das ist langweilig. Ich hoffe, dass die angezeigt werden. So, wir haben wieder 20 Level geschafft. Wird im Übrigen oben links angezeigt, wie viele Level wir schon haben. Wir sind bei 43 aktuell. Hier ist kein verstecktes Secret, hier auch nicht. Jetzt frage ich mich tatsächlich, wo sind die Secrets? Kann sein, dass ab Level 75 vielleicht das erste kommt. Bei 4 Stück würde das tatsächlich so sein. Was war das denn? Holen wir uns das für die wir haben Coins, okay. Holen wir uns was für die Coins? Nö. Wir sammeln die Coins, denn wir brauchen die einfach absolut gar nicht.
Bis jetzt abwechslungsreich. Ja gut, man springt halt die ganze Zeit durch die Gegend, klettert ab und an mal. Aber abwechslungsreich ist sie. Und ansonsten... Hier, oh, das erste Easter Egg. 4000, okay. Da muss ich meine Meinung eventuell doch nochmal überdenken über die XP. Ich weiß auch gar nicht, wie viel mir noch fehlen. 56.000. Ich bin mal gespannt, ob wir das in dieser Map hinbekommen, das Level Up. Denn wenn ja, dann würde sich die Map tatsächlich mehrfach lohnen. Und wenn nicht, dann nicht. Da ich mir auch tatsächlich nicht wirklich gemerkt habe, wie viel XP ich jetzt schon bekommen habe. Was ich mir auch nicht merken muss. Aber wenn ich das jetzt mal ohne die Bonus-XP für das Easter Egg nehme, würde sich die Map tatsächlich gar nicht rentieren. Oh. Wieso gucke ich nach unten, wenn da eine Falle ist? Warum macht der Eik sowas? Kein verstecktes Easter Egg. Okay. Ihr habt's gesehen, aber ein Kilometer weit Abstand dazwischen. Ich kann diese Dinge einfach nicht einschätzen. Was ist denn das hier? Das wäre geil gewesen, wenn das jetzt so runterfährt, wenn man da drauf steht. So, jetzt gibt es tatsächlich schon mehr XP. Okay. Also ich muss es tatsächlich echt nochmal überdenken mit den XP, ob sich die hier rendieren. Aber aktuell würde ich sagen, nein. So, wir haben wieder... Oh, wir haben jetzt 100 Level geschafft, okay. Aber noch kein Easter Egg. Und die Map besteht aus 300 Leveln. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass ich die Fallen technisch alles wiederholen. Ja, natürlich springe ich daneben oder rutsche ab. Also ich muss sagen, leveltechnisch ist, ja, bis jetzt ist es irgendwie, das hatten wir noch nicht. Leveltechnisch ist es halt, ja, es wird irgendwie gerade langweilig von den Leveln her, weil wir haben jetzt so 117 Level gemeistert und das sind halt alle Standard-Level, die man schon von anderen Maps kennt. Ist klar, dass das irgendwann langweilig wird. Ich brauche mehr Herausforderungen irgendwann. Beziehungsweise so eine Map, die wieder irgendwie eine Art Geschichte mit dahinter hat. Da hatten wir schon diverse Maps. Zum Beispiel die Pandora-Map. Sowas zum Beispiel bräuchte ich mal wieder. Wenn ihr solche Maps entwerfen könnt, macht das gerne. Schickt mir dann den Map-Code. Ich spiele die Map gerne für euch. Zeig sie dann in meinen Videos. Rede darüber, ob die Map Spaß macht oder nicht. Aber solche Story-Maps machen tatsächlich immer Spaß. Aber nur, wenn ihr selber solche Maps entwerfen könnt tatsächlich. Was war das bitte schön? Mich wundert's nur, wir haben schon lange kein Secret mehr gefunden. Wo sind die alle? Wie viele haben wir bis jetzt gefunden? Ein einziges, oder?
Ich sehe halt auch einfach keine mehr, wenn ich hier lang renne. Wir haben 150 Level gemeistert und kein Easter Egg mehr gefunden. Haben wir die übersehen? Das wär's ja. Oh, okay. Das war einfach nichts gerade. Ich gucke halt wirklich schon überall nach, was ich so mitbekomme. Aber irgendwie... Irgendwie tauchen hier keine Easter Eggs mehr auf. Sicher, dass es hier 4 Stück gibt? Oh, ich hab's kommen sehen. Die brauchen schon Kaffee. Wenn es euch stört, dass ich Kaffee trinke, schaltet bitte ab. Das lasse ich mir von niemandem verbieten, ne? Damit meine ich wirklich von niemandem. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wo sind die Easter Eggs? Wir haben gleich Level 200 erreicht. Also schwierigkeitstechnisch, die Map ist sehr, sehr einfach. Auch wenn ich das ein oder andere Mal tatsächlich gestorben bin. Aber sie ist wirklich einfach, also... Ich kann mich nicht beschweren. Warum sollte ich hier bitte Level Skip machen? Ist doch Schwachsinn, so eine Bounce-Kugel ist doch chillig einzusetzen. Nee, aber jetzt echt ernsthaft mal hier Spaß beiseite. Wo sind die ganzen Easter Eggs? Oh Mann. Ich habe in 200 Level nur ein einziges fucking Easter Egg gefunden. Hä? Ist meine Brille kaputt oder warum sehe ich die nicht mehr? Vor allem, ich gucke auch die ganze Zeit immer nach unten, nur nicht nach oben. Das ist vielleicht mein Fehler. Ich hätte nach unten gucken sollen. Scheiße. Also oben sehe ich aktuell kein Easter Egg und auch kein Eingang zu einem Easter Egg. Kann halt auch sein, dass hier irgendwo immer welche versteckt waren. Weil sowas hatten wir ja sehr oft. Aber da achte ich doch nicht wirklich drauf. Was ist denn das? Na, hier oben ist wieder eins. Wir haben tatsächlich eins ausgelassen. 10.000 EP! Okay, ich wiederhole, ich widerrufe meine Aussage. Die Map lohnt sich. Die Map lohnt sich. Ah Mist, jetzt würde ich gerne wissen, wie viel XP das zweite Easter Egg gegeben hat. Oder hätte. Ah Mist. Das ist gerade scheißen gelaufen. Aber gut, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ihr könnt ja die Map gerne mal selber spielen und mir schreiben, wie viel XP es für das zweite Easter Egg gab. Würde mich wirklich mal brennend interessieren. Und ja, schaffe ich nicht. Nee, schaffe ich auch nicht. Das haben wir aber geschafft, komischerweise. Ein Easter Egg. Aber wo haben wir denn das eine übersehen, bitteschön?
frage ich mich jetzt tatsächlich. Wo haben wir ein Easter Egg übersehen? Oh ne. So. Okay, jetzt müsste noch ein Easter Egg kommen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Oh, jetzt wird ja alles bunt. Hilfe! Okay. Damit habe ich jetzt und hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt ist Eivor nicht gesprungen. Mensch, Eivor, was machst du für Sachen? Sowas feiere ich immer. Also, das ist geil. Hä? Was? Was? So. Boah, wow, diese Wandfallen, das kennen wir ja alle schon. Das sind halt Fallen, die sich gerne mal wiederholen. Da kann ich aber nichts sagen, weil, ja, man kann zwar bessere Fallen tatsächlich machen, aber gut. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, wenn ich solche Fallen wiederholen. Das ist halt, klar ist es dann langweilig. Aber ändern kann man es nicht, obwohl Fortnite eigentlich, oder zumindest das Map Createn, viele Fallenmöglichkeiten bietet. Dass zum Beispiel jetzt Sachen verschwinden. Oder sich richtig halt bewegen und das alles. Das vermisse ich hier irgendwie. Bis auf diese roten beweglichen Teile habe ich hier noch nichts gesehen, was sich irgendwie bewegt, was eine Herausforderung wäre. Das ist dann halt einfach wiederum nur langweilig. Weil das kennen wir ja alles schon. Nur, dass hier eben andere Bauelemente genommen wurden. Ach komm, spring doch, Eivor. Nichts gegen den Map Creator. Er hat sich Mühe gegeben, na klar. Ja, aber ja, es ist dann halt, es ist so langweilig dann halt irgendwann. So, wir haben die Map jetzt aber durch. Gibt es Bonus-EP? Ja, nein, doch. 9000 Bonus-EP. Sehr schön, wir haben zwei Easter Eggs ausgelassen. Das ist sehr, sehr schade. So, 50 Bonus-Level VIP-XP-Quest. Ich muss das zweimal gespielt haben dafür. Wie asozial ist das denn? Also dafür gibt es mir jetzt definitiv einen Punkt Abzug für die Map, weil ich möchte das VIP gerne spielen jetzt und nicht nochmal die Map von vorne. Das ist ja, ist ja, nee, warum? Wo macht man sowas? Nee. Okay, also das ist ein Minuspunkt tatsächlich bei mir. Ansonsten, Map ist, ja, die Sprint und die Aufbautechnik ist ab Level 100 langweilig. Es gibt XP, wie viel haben wir jetzt noch offen? 30, wir haben, waren bei Paaren 50.000 und 20.000 kassiert. Wir haben ungefähr, wie viel haben wir bekommen? Ja, so 25.000, 30.000 EP, also ja, lohnt sich, die XP lohnt sich tatsächlich.
Ansonsten Farm frust die Map überhaupt nicht. Jo. Aber wenn ihr die Map selber spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Wenn ihr Maps für mich habt, schreibt mir die Mapcodes plus den Namen der Map in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne den Daumen nach oben da, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.